Heidi Klum, ausgeschwärmt. Plötzlich findet sie keine netten Worte mehr über ihren Tom. Heidi Klum und Tom Cowlett sind mittlerweile seit 5 Jahren verheiratet. Nun scheint die Honeymoon-Phase vorbei zu sein. Es ist ein strahlender Tag in Los Angeles, doch die Stimmung bei Heidi Klum, 50, und ihrem Mann Tom Cowlett, 34, ist alles andere als sonnig. Dunkle Wolken scheinen über dem Glück des Paares zu hängen. Und das nicht nur an diesem Tag im Café, sondern schon seit Wochen. Vielleicht weil das Topmodel plötzlich kein gutes Haar mehr an ihrem Gatten lässt und öffentlich über ihn lästert? Heidi Klum, tiefer Fall von Wolke 7? Er ist die Liebe meines Lebens. Als ich ihn das erste Mal angeguckt habe, war es schon um mich passiert. So süß schwärmte das Model früher von dem Tokyo Hotel Gitarristen. Verliebt zeigte sie sich mit ihm in den sozialen Medien oder auf dem roten Teppich. Doch plötzlich ist es vorbei mit Süßholzraspeln. Heidi schlägt überraschend neue Töne an. Auf ihrer Internetseite erzählt sie in einem kleinen Video, was sie an Tom nicht mag und was sie an ihm so richtig nervt. Was ich an meinem Ehemann unattraktiv finde, ist, dass er Knoblauch hasst. Er hasst auch Suppen, und ich liebe Suppen. Erst kürzlich hatte sie auch schon über Unterschiede gesprochen. Ich bin auch kein Fußballfan, aber mein Mann schon. Es scheint, als sei die Chefjurorin von Germany's Next Topmodel 5 Jahre nach ihrer Hochzeit mit dem Musiker immer weniger bereit, Unterschiede zu akzeptieren. Selbst Kleinigkeiten stören sie total. Was ist da bloß los? Ist nach 5 Jahren eher die Luft raus? Oder ist das nur eine Phase, die jedes Paar einmal durchmacht?